und ich habe ihn übersetzt. Dies ist Hanno Berg. Ich denke, viele von euch kennen ihn schon, denn er ist ein bekannter deutscher Journalist und viele von euch haben vielleicht etwas gelesen in Magazinen, in denen er schreibt. Er spricht über darüber, dass das Abfangen von TLS als harmvoll angesehen wird, als schlecht angesehen wird. Hier geht es nicht nur um Verschlüsselung, sondern auch um Identitätsnachweis und wem wir vertrauen, wer entscheidet, wem wir vertrauen und wie das angegriffen werden kann. Ja, viel Spaß. Hallo. Ja. Also, TLS abfangen. Das ist ein Problem, das aufkam in diesem Jahr, früher in diesem Jahr, als es diese Software Superfish gab, die erkannt wurde und die schwere Sicherheitsmängel hatten. Aber dies stellte auch einige Dinge, Probleme heraus. Viele Software tut dies. Dies ist ziemlich eine fragwürdige Art, Dinge zu erledigen, Dinge zu erreichen. Und ich möchte einen Überblick über dieses Thema geben und kurz über mich. Wie schon gesagt, bin ich ein Journalist. Meistens schreibe ich für das deutsche IT-News-Magazin, Nachrichtenmagazin Golem. Aber ich mache auch Arbeit im IT-Sicherheitsbereich für eine Infrastrukturinitiative für die Linux Foundation und hauptsächlich Fuzzing. Also ich versuche, die freie Software zu verbessern, die bereits läuft. Ja, also. Ich möchte einen Schritt zurückgehen und erstmal allgemein ein wenig über TLS sprechen und die Diskussionen, die wir in der Vergangenheit, in den letzten 5 Jahren etwa hatten. Wir hatten viele Schwachstellen. Ihr habt vielleicht von einigen gehört. Heartbleed hat die meiste Aufmerksamkeit wohl bekommen. Aber auch Dinge wie Beast, Crime, Lucky 13, Poodle. Ja, also viele. Wir hatten viele Aufmerksamkeit für die Sicherheit von TLS und die Verbindungen und es gibt Dinge, die davon gelernt werden können. Ein Beispiel war zum Beispiel die sogenannte Beast-Schwachstelle. Als die Beast-Schwachstelle präsentiert wurde, war dies bereits ein bekanntes Problem, dass alle Versionen von TLS Probleme mit dem CBC Modus hatten, ein bestimmter Verschlüsselungsmodus. Cypher Blockchain ist, glaube ich. Das Problem ist nun, dass alte TLS-Versionen im Einsatz waren. Immer noch viele Websites heutzutage unterstützen nur TLS 1.0, noch nicht die neueren Versionen, die also als Reparatur eingesetzt werden können, 1.1 oder 1.2. Oder als Workaround, wenn man eine Art Aufteilung der Datenpakete erreichen kann, dann ist diese Schwachstelle nicht wirklich vorhanden. Dann gab es ein Problem namens Crime, das mit Komprimierung in TLS zusammenhing. Diese Komprimierung leakte dann Informationen über den Inhalt. Also die Lösung war einfach, TLS-Komprimierung nicht verwenden, was ein bisschen schwierig ist, weil HTTP auch Komprimierung einsetzt. Das ist ein bisschen schwieriger, das dort zu verhindern. Was auch interessant ist, dass wir hier ein Problem ist, das Teil des Protokolls ist. Es ist nicht etwa ein Bug in der Software. Das TLS-Protokoll selbst hat hier ein Sicherheitsproblem gehabt. Und dann gab es Lucky 13, ein Problem mit der Art und Weise, wie TLS die MAC und Padding und Verschlüsselung kombiniert. Also generell ist es heute so, dass der als sicher angesehene Weg ist, zuerst zu verschlüsseln und dann MAC anzuwenden. Die MAC ist dafür da, zu garantieren, dass das Paket sich nicht verändert hat auf dem Weg. Es gab einen Timing-Seitenkanal. Also abhängig davon, welcher Fehler in einer Verbindung auftritt, konnte ein Angreifer etwas herausfinden über den Schlüssel. Und der Workaround hier war alles einfach mit sicherem Timing durchzuführen. Das ist aber schwer. Die Lösung wäre, diese Verschlüsselungsmodi nicht mehr zu benutzen. Es gibt zurzeit nur einen Verschlüsselungsmodus in TLS 1.2, der diese Schwachstelle nicht hat. Das ist AES im GCM-Modus. Es gibt auch RC4, aber das hat andere Schwachstellen. Also wir wollen das nicht benutzen.
Und dann gab es Poodle, was also eine Schwachstelle in der sehr alten SSL3-Version war. Das sollte eigentlich kein Problem sein, weil es so alt ist, dass SSL3 gar nicht mehr benutzt werden sollte, aber viele Leute setzen es tatsächlich noch ein. Es gab also einen Downgrade-Angriff, der möglich war. Und dann gab es etwas Interessantes. Es gab Geräte, die tatsächlich dieselbe Schwachstelle auch in TLS hatten, weil das Problem war, dass in dem alten SSL3 ein Padding gab, das, und es war nicht definiert, was in diesem Padding verwendet werden sollte. Es könnte konnten beliebige Werte verwendet werden, und das konnte für einen Angriff ausgenutzt werden. TLS hat definiert, dass dieses Padding ein bestimmter Wert sein muss, aber einige Implementierungen haben das nicht überprüft. Sie haben das also, es war also möglich, die Schwachstelle sozusagen zu portieren vom alten Protokoll, indem man das neue Protokoll schlecht implementierte. Ja, es gab auch einige Debatten über etwas, was sich Forward Secrecy nennt, ein Feature von Verschlüsselungstechniken, bei der man einen Schlüssel für jede Verbindung neu erzeugt. Und die Idee ist, dass man diesen Schlüssel nach der Verbindung zerstört. Und dann, wenn dein privater Schlüssel später gestohlen wird, sind die Folgen nicht so schwerwiegend, weil Verbindungen aus der Vergangenheit immer noch nicht entschlüsselt werden können. Aber es gibt Modi in TLS, die Forward Secrecy haben und andere, die das nicht haben. Und es gibt wirklich keinen guten Grund, Forward Secrecy nicht zu benutzen. Es ist außerdem inzwischen Einigkeit, dass TLS 1.3 nur noch Forward Secrecy Modi hat. Alles andere wird entfernt werden, ja. Das ist also die Debatte, die wir in den letzten Jahren über TLS hatten. Es gab noch ein paar andere Verwundbarkeiten. Aber ein paar der Lektionen, die wir hier lernen können, ist, dass wir Sicherheitslöcher im Protokoll haben. Was bedeutet, dass selbst wenn das Protokoll korrekt implementiert wird, wie es im Standard steht, trotzdem Sicherheitslücken auftreten können. Ihr müsst also all diese Workarounds kennen und wie man die und was man abschalten muss, um eine sichere Version von TLS heute zu bekommen. Und nur in der neuesten TLS-Version mit AES im GCM-Modus und Forward Secrecy wird heutzutage noch als sicher angesehen. Aber man muss TLS 1.0 immer noch unterstützen, weil es immer noch sehr viele Server gibt im Internet, die, wenn ihr es abschalten würdet, nicht mehr mit denen reden könntet und viele Webseiten nicht mehr erreichen könntet. Das ist ziemlich schwer, weil es all diese Timing-Probleme gibt und wenn man das sicher machen will, ist es sehr kompliziert. Und dann haben wir das Problem mit den Zertifikatsautoritäten. Wie ihr wahrscheinlich wisst, wenn ihr ein SSL-Zertifikat haben wollt, dann müsst ihr mit einer dieser CAs reden, davon gibt es hunderte. Und jede dieser CAs kann wiederum untergeordnete CAs haben. Wir wissen also gar nicht genau, wie viele CAs es im Endeffekt gibt. Im alten System war es so, dass jedes CA ein Zertifikat für beliebige Domains ausgeben konnte. Das bedeutet also, dass das ganze System nur so sicher ist wie die schlechteste CA im System. Wenn also eine gehackt wird, haben alle ein Problem. Das bedeutet auch, dass es relativ egal ist, welche CA ihr auswählt. Wenn du also sagst, ich gehe zu einer CA, die besonders vertrauenswürdig ist, warum auch immer, das macht keinen Unterschied. Und das hatte auch praktische Folgen. Wir hatten eine Menge Fälle in den letzten Jahren, wo CAs einfach Zertifikate ausgestellt hatten, zum Beispiel für Google.com, aber nicht an Google, sondern an jemand anders. Es gab ein paar Probleme mit Komodo und TurkTrust, CNNIC, der von der chinesischen Regierung kontrollierte CA, India CCA, DigiNotar, die später bankrott gingen, ANSI, ein französischer, auch von der Regierung kontrollierte CA. Für viele verschiedene Gründe, manche davon wurden gehackt. Manchmal ist einfach das Problem, dass die chinesische CA ein Unterzertifikat an eine ägyptische Firma verkauft hat, die es dann benutzt haben, um Traffic in ihrem eigenen Netzwerk abzufangen. Aber jedenfalls eine Menge Probleme, wo diese CAs die Regeln nicht befolgt haben, wo Zertifikate an Leute ausgegeben haben, die diese nicht hätten bekommen sollen. Und über die Jahre gab es viele Debatten darüber, wie man das beheben könnte. Und es gab eine Idee, die hieß Sovereign Keys. Die war interessant, aber sehr kompliziert. Es war vor ein paar Jahren ein Talk auf dem Kongress dazu. TAC ist eine Art Keypinning-Vorschlag,
Bei Convergence war die Idee, dass man ein Zertifikat von verschiedenen Punkten im Netzwerk ausprüft und dahin, was auf DNSSEC basiert und das ins DNS aufnimmt. Aber alle diese Lösungen haben gemeinsam, dass keine davon breit davon eingesetzt wurden. Jetzt kürzlich gibt es aber einen Standard, der heißt HTTP Public Key Pinning, HPKP, den ich sehr gerne mag. Die Idee ist, dass eine Webseite sagen kann, okay, das ist mein Key, das ist mein Zertifikat und hier ist ein Backup-Schlüssel und der Browser sollte diesen Schlüssel und den Backup-Schlüssel speichern für später und in der Zukunft nur diese Schlüssel akzeptieren für diese Webseite. Das heißt, wir sind zusätzlich zu den CAs haben wir jetzt auch noch ein Trust-on-First-Use-System. Bei der ersten Benutzung wird dem Schlüssel oder dem Zertifikat dann vertraut. Und das bedeutet dann, dass nicht jede CA ein Zertifikat dafür ausgeben kann, die nachher benutzt wird. Die Browser heutzutage haben außerdem mehrere schon vorgepinnte Zertifikate. Wenn ihr also ein Zertifikat für google.com bekommt, dann wird es nicht funktionieren, zumindest nicht in Chrome und Firefox, weil diese Browser bereits wissen, welche Keys Google hat und welches Zertifikat und CAs Google benutzt. Man kann also mit einem selbst angelegten Zertifikat nichts erreichen. Das Problem daran ist wiederum, dass es nicht so weit verbreitet ist. Es gab neulich eine Statistik über die Alexa Top 1 Million, die eine Million beliebtesten Alexa-Webseiten. Und fast keine davon nutzen diesen Header. Es gab mal 4 Seiten, jetzt ist es nur noch eine von einer Million, also auch nicht weit verbreitet, was sehr schade ist, weil es auf jeden Fall ein großer Fortschritt gegenüber der aktuellen Sicherheit des TLS-Systems darstellt. Schließlich gibt es das Konzept der Zertifikatstransparenz, vor allem von Google entwickelt. Und die Idee hier ist, dass wir ein öffentliches Logbuch aller Zertifikate haben, das man nur anhängen kann. Also ähnlich wie Bitcoin ein bisschen. Jeder, der möchte, kann das verifizieren. Und es hat alle Zertifikate enthalten. Die Idee ist, dass man mehrere solcher Logs hat. Also sehr vielversprechende Idee. Es verhindert keine Angriffe mit Zertifikaten, aber es stellt sicher, dass man diese Angriffe nicht verstecken kann. Es gibt also eine recht hohe Wahrscheinlichkeit, dass wenn ihr ein Zertifikatstransparenz deployed ist, dass man dann relativ bald merkt, dass ein gehacktes Zertifikat im Umlauf ist. Es ist noch nicht besonders weit verbreitet, aber Chrome hat schon vorläufige Unterstützung dafür und Google wird es wahrscheinlich bald für Extended Validation Zertifikate erzwingen und später auch für andere. Also es passieren Dinge in diesem Raum, um diese Probleme mit CAs zu umgehen. So. Nach vielen, vielen Jahren dieser Probleme haben wir jetzt also endlich ein paar Möglichkeiten, das Problem anzugehen. Aber die Schlussfolgerung hier ist, dass wenn ihr ein TLS-Zertifikat verifizieren möchtet, müsst ihr diese Dinge wissen, eure Implementierungen müssen darüber Bescheid wissen und ihr müsst immer aktuell bleiben, was sich gerade in der TLS-Sicherheit so entwickelt. Ja. Eine kürzliche Entwicklung ist noch, dass viele Menschen jetzt dafür sich einsetzen, dass HTTPS überall verwendet wird. Google hat in diesem Bereich relativ viel gemacht. Mozilla hat jetzt auch vor, HTTP-Seiten als unsicher zu markieren. Zertifikate kosten nicht mehr so viel, sind nicht mehr so teuer wie früher. Es gibt jetzt CAs, die Zertifikate kostenlos abgeben. Und Let's Encrypt wird bald auch noch starten. Dann gibt es auch noch einen Talk dazu später. Und ich denke, das ist generell eine ganz gute Sache. Ich denke auch, dass es eine gute Sache ist, sogar wenn ihr keine geheimen Daten auf Webseiten habt. Denn was viele Menschen vergessen, ist, dass HTTP und HTTPS garantieren, dass die Daten verschlüsselt übermittelt werden, aber auch, dass es Integrität, dass die Daten integer sind. Das heißt, die Seite, die die Nutzer sehen, ist genau die Seite, die der Server geschickt hat. Und es wurde nicht auf dem Weg manipuliert. Also, selbst wenn die Daten an sich nicht geheim sind, wollt ihr eure Daten trotzdem immer korrekt haben. Es gibt auch Menschen, die denken, dass es eine gefährliche Entwicklung ist. Hier ist ein Bild, das ich auf der Black Hat-Konferenz neulich gemacht habe, wo eine Firma namens Blue Code, vielleicht habt ihr von ihnen gehört, sie haben ein paar fragwürdige Ideen, wie man mit Sicherheitsforschern umgeht. Sie sagen, das TLS-Traffic
ein Risiko darstellt. Man kann es auch nutzen, um sogenannte Advanced Persistent Threats, also länger anwährende Rootkits zum Beispiel, zu verstecken. Und klar, das ist für die alles gefährlich. Und natürlich haben sie auch eine Lösung. Sie haben eine Möglichkeit, ihren TLS-Traffic abzufangen und anzuschauen. Es gibt viele andere Firmen von Five, und hier weiß ich gar nicht, welche Firma das ist. Die verkaufen euch irgendwelche Produkte, und damit soll es euch dann erlaubt sein, verschlüsselten Traffic anzuschauen und zu analysieren. Also es gibt eine Menge Produkte, die das behaupten. Wir haben diese Enterprise-Sicherheitsprodukte, Bluecode und Five und so. Wir haben Antivirenprogramme, die das zu tun behauptet. Wir haben Jugendschutzsoftware, Elternkontrollsoftware. Wir haben Adblocker und diese Malware, die Werbung in eure Browser-Session einbaut. Also eine Menge Tools, die man eigentlich nicht will, dass sie einem den Traffic manipulieren. Wie machen sie das nun? Die Idee ist, dass man HTTP nicht einsehen kann, wenn er verschlüsselt ist, weil das die Idee hinter HTTPS ist. Die Lösung, die diese Leute haben, ist also, dass sie ein Zertifikat im Browser der User installieren, und zwar als CA-Zertifikat, und dann führen sie quasi eine Man-in-the-Middle-Attacke aus und generieren on the fly neue Zertifikate für eure Abfragen. Jetzt hatten wir Anfang des Jahres eine Software namens Superfish, die manche Menschen auf ihrem Lenovo-Laptop gefunden haben. Es war vorinstalliert von Lenovo-Seite, und was es tut, ist, dass es, wenn ihr das Netz gesurft seid, hat das Bilder analysiert, hat versucht, Objekte auf diesen Bildern zu erkennen und dann passende Werbung dazu anzuzeigen. Also, ich weiß nicht, vielleicht surft ihr über eine Webseite zum Thema Camping, und dann seht ihr eine Werbung, die euch sagt, wo ihr ein Zelt kaufen könnt. Was es auch hervorhebt, ist, dass es jetzt einen sehr merkwürdigen Markt gibt, dass es Firmen gibt, die Software produzieren, die niemand eigentlich will, die aber andere Firmen wie Lenovo zum Beispiel dafür bezahlen, um es auf den Laptops ihrer Kunden vorzuinstallieren. Was auch passiert, ist, dass dieses Software-Bundling, wo man eine Software installiert und der Installer fragt dann, möchtet ihr vielleicht noch diese tolle Toolbar installieren oder was auch immer. Und wenn ihr dann versehentlich den falschen Knopf drückt, habt ihr irgendwas installiert, was ihr niemals installiert haben wolltet. Das Problem mit Superfish war, dass sie einen Man-in-the-Middle-Proxy eingesetzt haben, wie beschrieben, und so gab es dasselbe Zertifikat auf allen Installationen, derselbe private Schlüssel auf allen Installationen, und dieser Schlüssel natürlich ist Teil der Software. Es war also einfach möglich, diesen Key zu extrahieren, und zwei Tage später hat das jemand getan, so dass der private Schlüssel öffentlich wurde, und mit diesem Schlüssel konnte man nun jeden attackieren, jeden angreifen, der einen Laptop mit dieser Software benutzte. Ja. Das war ein großes Public Relations Desaster für Lenovo. Sie haben dann gesagt, es tut uns leid, sie haben ein Entfernungswerkzeug, eine Entfernungssoftware angeboten und haben gesagt, wir werden vorsichtiger sein in Zukunft, wir haben das gelernt. Und kurz danach merkte man, dass Lenovo jetzt BIOS Rootkit benutzt, um Software zu installieren. Also haben sie wirklich irgendwas gelernt. Und dann, noch interessanter, haben Menschen herausgefunden, dass Superfish ein Softwaremodul von einer Firma namens Comodia benutzte. Und dieses Modul wurde in vielen Anwendungen benutzt, und sie alle diese Anwendungen hatten dieses Problem der gleichen Schlüssel, und nun wurden also Schlüssel von vielen Produkten extrahiert. Stuff, Cop, Custodio, Kontrolle, VPN-Software, AdAware, ein Anti-Adware-Tool, also Zeug, was auf eurem System installiert, das ihr nicht wirklich wollt. Also ja. Es zeigte sich also, dass dieses Problem sehr viel größer war als nur die Superfish-Angelegenheit. Es gab sehr viele Software, die genau die gleichen Schwachstellen hatte. Und dann, Filippo Valsoda, ein Ingenieur bei Cloudflare, fand heraus, dass es einen Trick gab, wie man Zertifikate erzeugen konnte, die all diese Comodia-Produkte akzeptieren würden.
Also zuerst hieß es, okay, wir haben einen Schlüssel für diese Produkte. Und dann gab es diesen Trick, weil was passierte ist, wenn diese Software sich mit einer Website, mit einem ungültigen Zertifikat sich verbinden würde, würde es dieses Zertifikat austauschen mit einem Zertifikat, das von diesem Man-in-the-Middle-Proxy unterschrieben worden war, aber mit einem ungültigen Hostnamen. Und was die Software dann nicht berücksichtigte, war, dass Zertifikate auch ein Feld Subject Alternative Name haben, wo ein weiterer Hostname für ein Zertifikat untergebracht werden kann. So, und diese Felder wurden unverändert gelassen. Also diese Zertifikate, die von irgendeiner CA unterschrieben waren oder bei eurer eigenen selbst unterschriebenen CA, konnte man verwenden. Man konnte den Hostnamen für die Websites, die man attacken möchte, in diesem Subject Alternative Name Feld einbauen. Und die Software, jede Software, die dieses Comodia-Modul hatte, würde dieses neue Zertifikat dann akzeptieren. Und dann gab es diese ziemlich lächerliche Sache, LavaSoft, also diese Ad-Aware-Software. Sie schrieben auf ihrer Facebook-Page, dass LavaSofts letzter Release von AdAware Web Companion nicht mehr diese Fähigkeit enthält, sodass wir also nicht mit Sicherheit bestätigen können, dass die Komponente, die hier kompromittiert worden war, dass die tatsächlich entfernt worden ist. Sie haben eine Firma, die ein Sicherheitsprodukt erstellt. Sie haben eine solche Firma und die sagen, wir hatten ein schweres Sicherheitsproblem und wir wissen nicht, ob wir es wirklich gelöst haben. Das ist wirklich ein bisschen lächerlich und es hat mich etwa 15 Minuten gekostet, um herauszufinden, dass sie tatsächlich immer noch verwundbar waren. Ich habe dieses Facebook-Posting kommentiert. Ja. Und dann, einige Tage später, gab es einen IRC-Kanal, wo Leute, die an diesem Thema interessiert waren, dann postete jemand einen Link. Jemand fragte, ich habe eine Software namens PrivDoc auf meinem System und er wollte wissen, ob dies so etwas wie Superfish ist. Und es zeigte sich, dass dies eine Software ist, die von einer Firma entwickelt wird, die vom CEO von Komodo, Merih Abdulhayolu, gegründet wurde. Und sie identifiziert Anzeigen, die als gefährlich erkannt wurden, Kriterien unklar. Nicht klar, was die Folgen für die Privatsphäre ist, aber diese Anzeigen wurden ausgetauscht und dadurch machte diese Firma natürlich Geld. Und dann habe ich mir das angeschaut und habe herausgefunden, okay, dies verwendet kein geteiltes Zertifikat, nicht so wie Superfish. Aber was es aber getan hat, war, es hat einfach am anderen Ende jedes Website-Zertifikat akzeptiert. Also man könnte irgendwelche Software, irgendwelche Zertifikate einsetzen und es wurde akzeptiert. Und dann habe ich mir den Traffic dieser Software angeschaut und es schickte tatsächlich jede einzelne URL, die man besuchte, im Klartext zu einem Server dieser Firma. Dann habe ich einen Blogpost darüber geschrieben. Es war etwas spät am Abend und da habe ich mich dann schlafen gelegt und am nächsten Tag hat mich NBC angerufen. Es gab sehr viel Interesse in den Medien, dass das Problem wirklich war Komodo. Komodo ist eine Firma, die TLS-Zertifikate verkauft, die größte Zertifizierungsautorität heutzutage. Dieselbe Firma, die diese Zertifikate für HTTPS-Sicherheit verkauft, ist verbunden mit einem Produkt, das diese Sicherheit bricht. Es war also kein Komodo-Produkt, aber sie hatten enge Verbindungen. Komodo bewarb dieses Produkt und Komodo hatte auch einen Browser, der mit diesem Produkt gebündelt war, mit PrivDoc. Aber die Version im Komodo-Browser war tatsächlich nicht betroffen von dieser Sicherheitslücke. Sondern ein Browser-Plugin, nicht als ein Man-in-the-Middle-Proxy. Ja, wir hatten also ein anderes Problem, wo das TLS-Abfangen-Proxy tatsächlich erhebliche Sicherheitsprobleme auslöste. Und dann habe ich mir andere Produkte angeschaut, die auch TLS-Traffic abfangen. Und es gibt einige Antivirus-Programme. Ich habe mir besonders Avira, Kaspersky und ESET angeschaut, weil dies diejenigen sind, die frei erhältlich sind. Konnte ich also sehr einfach testen. Und keine von denen hatte eine schwere Verwundbarkeit wie jetzt Superfish, PrivDoc, aber alle hatten etwas, was die TLS-Verbindung verwundbar machte.
Das größte Problem war, dass Kaspersky immer noch verwundbar war für Freak. Freak war die Schwachstelle, bei der man Verbindungen herabstufen konnte zu einem Exportmodus, also Exportverschlüsselung aus den 90er Jahren. Damals war es verboten, starke Kryptographie einzusetzen. Und es wurde herausgefunden, dass man also OpenSSL dazu bringen konnte, diese Verbindungen zu benutzen. Sehr kurz danach, einige Tage nachdem die Freak-Schwachstelle publiziert wurde, postete jemand im Kaspersky-Forum, ihr habt dieses Problem mit Freak. Dieses wurde mehr als einen Monat lang ignoriert. Ich habe dieses Problem also nochmal gefunden in Kaspersky. Und dann habe ich vorher über diesen Keypinning-Standard, diesen Header in HTTP berichtet. Man könnte sich denken, okay, wenn man dieses Keypinning hat, dann ist dieses ganze TLS-Abfangen-Proxy-Ding sollte nicht mehr funktionieren. Der Browser hat jetzt ein Google-Zertifikat, auf das es festgelegt ist. Und wenn dies nun ersetzt wird durch einen TLS-Abfang, sollte das nicht funktionieren. Das Problem aber ist, dass Browsers eine Art Kompromiss einbauen mussten, denn es gibt bereits so viel Software, die diese TLS-Abfang, die das ausführt. Es war unmöglich, all diese Software unbrauchbar zu machen. Und die Idee ist also, wenn man ein manuell installiertes Root-Zertifikat im Browser hat, dann wird der Keypinning-Header ignoriert. Nicht wirklich gut, aber man kann etwa verstehen, warum Browser das tun. Was tatsächlich passieren sollte, wenn man es richtig machte, dann sollten diese Produkte diesen Header selbst testen, diese Abfangprodukte im Backend, aber keine der Softwareprodukte, die ich mir angeschaut habe, tun dies. Also ich habe keine Software gesehen, die TLS abfangt und den Keypinning-Header überprüft. Wenn ihr also so etwas tut, wenn ihr TLS-Abfang-Proxys implementiert, dann seid ihr verantwortlich für die Sicherheit dieser Verbindung. Und es kommt dann darauf an, wie gut eure Implementierung von TLS ist und wie gut eure Implementierung der Zertifikatsvalidierung ist. Und ihr solltet euch fragen, sind diese Firmen, die diese Produkte produzieren, tatsächlich qualifiziert, dies durchzuführen? Und meine Antwort ist wahrscheinlich nicht, denn Browsers haben tatsächlich große Sicherheitsteams, die sind sehr involviert in den Debatten über TLS allgemein. Sie folgen also dem, was tatsächlich aktueller Stand der Technik ist. Und eine Firma, die irgendeine seltsame, Superfish-ähnliche Software produziert, ist wahrscheinlich nicht so involviert. Und dann gibt es einen Blogpost über die Antivirus-Applikation. Unter meinem Blogpost über Antivirus-Produkte fragte jemand nach einer Software namens AdGuard, die auch so etwas installiert, und fragte mich, ob ich mir das anschaue. Und ich tat das und dachte mir, okay, ja. Es erzeugt in jeder Installation ein neues Zertifikat, benutzt aber immer denselben privaten Schlüssel. Das war also ein bisschen seltsam. Und dann später fand ich das, okay, ich habe die kontaktiert und bekam eine Antwort von den Entwicklern. Was sie taten war, sie wählen einen von 8 privaten Schlüsseln aus, abhängig von der CPU des Rechners. Wenn man es auf demselben System installiert, bekommt man also den gleichen Schlüssel. Das macht nicht wirklich Sinn. Man kann diese Schlüssel einfach extrahieren von einem File, das mit dieser Software ausgeliefert wurde. Es gab 8 verschiedene Schlüssel und ich habe diese Schlüssel publiziert. Ja. Also es gibt einen GitHub-Pool, wo ich das alles publiziere. Ich habe den Link später für euch. Dann dieses AdGuard hing ab von einer Software namens Netfilter SDK. Es gibt tatsächlich speziell einen File namens protocolfilters.dll. Es war also recht einfach. Ich habe einfach ein Python-Skript erzeugt, das nach etwas sucht, das mit dem Byte startet, das für einen Privatschlüssel, das einen privaten Schlüssel in TLS markiert. Dann habe ich diesen Abschnitt der Datei einfach an OpenSSL übergeben, geschaut, ob das OpenSSL das tatsächlich lesen kann, und habe dann diesen Schlüssel ausgegeben. Und dies hat mich an etwas erinnert. Das Protokollfilter bündelten auch eine sehr alte Version von NSS. Ich habe das auch im PrivDoc gesehen. Und dann habe ich herausgefunden, dass PrivDoc auch diesen geteilten Schlüssel, dieses Problem mit geteiltem Schlüssel hat. Es war nicht nur gebrochen, dass die Zertifikate auf der anderen Seite nicht validiert werden. Es hatte außerdem nur einen gemeinsamen Schlüssel. Also auch wieder ein zusätzliches Risiko. Wenn Menschen jetzt also PrivDoc deinstallieren, könnten sie immer noch dieses Zertifikat mit dem geteilten Schlüssel in ihrem Browser installiert haben.
Und dann habe ich mich gefragt, gab es noch irgendwas anderes, was protocolfilters.dll benutzt, dieses Software-Modul. Und ich habe viele Websites gefunden, die Berichte enthalten darüber, und viele sind Scrapware, nicht gewünschte Software, Sachen, die man die auf dem PC sind, ohne dass man weiß, woher das kommt. Aber unglücklicherweise habe ich keines dieser Softwareprodukte zum Download finden können. Es gibt normalerweise Firmen, die nur für kurze Zeit im Geschäft sind und dann aufhören. Und ich habe eine Menge Informationen über diese Softwareprodukte gefunden, aber nichts zum Downloaden. Also wenn irgendjemand Zugriff hat auf diese Sachen, wäre ich sehr interessiert. Dann, was ich vor kurzem sah, es gibt auch Menschen, die versuchen, das Gleiche für andere Protokolle zu tun. Hier ist Symantec, eine Lösung für E-Mail-Verschlüsselung. Im Wesentlichen, also PGP wird hier geparst, wird jetzt als Symantec Desktop Encryption verkauft. Und diese Software sagt jetzt tatsächlich, man solle TLS deaktivieren. Wenn man also jetzt das installiert hat und E-Mail in Thunderbird aufsetzt, ein Konto, dann gibt es eine Meldung, dass man das TLS ausschalten sollte, und dann wird die Verbindung abgefangen. Thunderbird zeigt dann eine Warnung, eine sehr ängstlich aussehende Warnung, komplett, absolut das Richtige. Man holt hier seine E-Mail ohne Verschlüsselung, also da sollte vorgewarnt werden. Ja. Und dann habe ich einen Sniffer gestartet und habe mir angeschaut, wie sieht diese TLS-Verbindung aus. Und es macht natürlich TLS 1.0 ohne Forward Secrecy. Also wenn ihr ein Produkt habt, das euch E-Mail-Verschlüsselung verkaufen möchte und eine sehr veraltete Version von TLS verwendet und einen sehr veralteten Verschlüsselungsalgorithmus hier einsetzt, das ist natürlich... was also jetzt noch übrig ist als Frage ist, sind diese Enterprise Appliances, also so Geräte, wir hatten dieses Bild von Blue Coat, also Geräte, die verkauft werden, die sich in den Netztraffic einklinken. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht sie sind, weil ich keinen Zugriff auf diese Geräte habe, aber sie haben wahrscheinlich ähnliche Probleme. Und es gibt vielleicht auch ein bisschen Hinweise, in sogenannten Enterprise-TLS-Anwendungen gibt es viele seltsame Bugs in der Vergangenheit. Das eine der seltsamsten Dinge, die in TLS vielleicht passieren, ist, dass F5 ein Gerät verkaufte, das einen TLS-Handshake verwendete, der nur zwischen 256 und 512 Bytes lang sein durfte. Also längere Handshakes führten dazu, dass die Verbindung nicht erlaubt wurde. Es gab Menschen, die neue Features in TLS einbauten, die Handshakes wurden größer und F5 hat dann diese Verbindung nicht mehr zugelassen. Es gab dann Erweiterung, um das Handshake zu ergänzen. Das erste Mal denke ich, dass eine spezielle TLS-Erweiterung nur für einen bestimmten Bug eines bestimmten Herstellers gemacht wurde. Ich habe auch das Puddle-TLS-Problem angesprochen, wo also ein Bug von einer älteren SSL-Version zu neueren TLS-Versionen geportiert werden konnte. Und dies wurde in einem großen Bereich von Geräten gefunden, F5, A10, Cisco, Checkpoint und so weiter. Also sehr offen sind dies die Firmen, die Enterprise-Abfanggeräte verkaufen. Etwas, was vor kurzem rauskam, war ein Bug namens Maze, wo Geräte die Mac-Prüfsumme nicht prüften. Und so wusste man also überhaupt nicht, ob die Daten, die ankommen, wirklich korrekt sind. Ich würde diesen Firmen nicht vertrauen, meinen TLS-Traffic abzufangen. Und dann fragt man sich vielleicht, was sind die Alternativen? Und zunächst denke ich, das ist vielleicht die falsche Frage, denn viele dieser Produkte würde ich eigentlich grundsätzlich anzweifeln, ob sie überhaupt existieren sollten. Das ist offensichtlich für etwas wie Superfish, eine Software, die auf deinem Laptop installiert wird, ohne dein Einverständnis, und dann wird Werbung eingeblendet. Ich denke, gibt es irgendjemand hier im Publikum, der denkt, es müsste mehr Werbung im Internet geben? Ich glaube nicht. Aber auch für Sachen, wenn man irgendwelche Firewalls oder Antivirus-Produkte hat. Ich möchte die Frage stellen, ist es wirklich eine gute Idee, den Traffic zu inspizieren,
für Antivirusprodukte funktionieren eigentlich nicht mehr, wenn sie überhaupt jemals funktioniert haben. Viele dieser Produkte würde ich einfach in Frage stellen, ob dies ein vernünftiger Weg ist, IT-Sicherheit durchzuführen. Wenn man Verschlüsselung bricht, dann führt man ein großes Risiko ein. Wenn man das aus Sicherheitsgründen macht, das scheint einfach sehr fragwürdig zu sein. Es gibt natürlich legitime Gründe, warum man Traffic abwandeln möchte in bestimmter Weise, aber wenn man das tut, dann bitte macht das nach der Verschlüsselung. Also was man sich vorstellen kann, ist eine Browsererweiterung. Es gibt viele Dinge, die sowas tun wie HTTPS Everywhere oder Privacy Badger oder irgendwelche Sachen dieser Art. Aber dies sollte also nach der Entschlüsselung passieren, mit Einverständnis des Benutzers. Ja. Also meine Lektion, was ich mitnehme, es gibt also das Problem mit diesen potenziell unerwünschten Anwendungen, Appware, Crapware, Bloatware, wie man das auch mal nennen will, das ist ein schweres Sicherheitsproblem, sollte nicht unterschätzt werden. Die Idee, dass man einen Laptop-Hersteller bezahlt, irgendwelche Software auf meinem Gerät zu installieren, die ich nicht will, das ist kein legitimes Geschäftsmodell. Und auch die Idee, dass man Software bündelt mit irgendwas anderem und dann den User überlistet, hier OK anzuklicken und dann zu sagen, der User hat sich einverstanden erklärt. Diese Dinge sind oft auf eine Weise gemacht, dass es sehr leicht ist, den falschen Knopf anzuklicken. Ihr habt vielleicht gehört, dass in SourceForge jetzt SourceForge hat viele Softwareprojekte gehostet und sie liefern Installer aus, die andere Produkte mit Huckepack tragen. Also bei GIMP trat das zum Beispiel auf. Also dies ist wirklich etwas, was absolut nicht akzeptabel ist, in meiner Meinung nach. Und wenn ihr eine Software installieren möchtet auf dem Computer eines anderen Person, dann müsst ihr das Einverständnis haben, absolut, das klare Einverständnis. Und dieses ganze CLS-Abfangzeugs, denke ich, ist generell gefährlich. Ich habe keine Software gesehen, die es richtig hinkriegt und sogar viele Sicherheitsprodukte kriegen es nicht richtig hin. Ich denke, dass das ein absolut fehlgeleiteter Ansatz ist. Verschlüsselung ist aus einem bestimmten Grund da. Sie ist da, um deine Informationen zu schützen und zu garantieren, dass die Information unverändert übertragen wird. Und damit sollte man nicht herumspielen. Ja, also hier ist das GitHub Repository, wo ich die Zertifikate gesammelt habe. Und jetzt nehme ich an, dass wir etwas schneller waren, als ich dachte. Wir haben also viel Zeit für Fragen, für Diskussionen. Ja, danke für diesen Talk. Ich denke, wir haben viel gelernt. Und es gibt bereits mindestens 3 Fragen. Fangen wir links an. Hallo? Hi. Denkst du, dass es eine gute Idee wäre, alle Browserhersteller als Add-on oder API für Softwarehersteller etwas anbieten würden, eine Art Spam-Pod auf dem Router, dass das eine gemeinsame API, du möchtest etwas wie eine Browser-Erweiterung, die auf allen Browsern existiert? Ja. Es scheint der Fall zu sein, dass die Hersteller so eine Funktionalität haben wollen. Das könnte eine Idee sein. Ich habe nicht darüber nachgedacht, könnte eine machbare Idee sein. Auch von dieser Seite. Vielen Dank für diesen großartigen Talk. Was ich mich gefragt habe, was wirklich mit der letzten Frage zusammenhängt, ich denke, wir alle sind uns einig, dass Superfish furchtbar ist, aber Bluecode gibt vielleicht ein legitimes Compliance-Problem. Es gibt Firmen, die SSL abfangen wollen. Also einfach zu sagen, macht es gar nicht, es wäre schön, aber wird nicht funktionieren. Vielleicht sollten wir so etwas wie davon Abstand nehmen, vielleicht einen expliziten Standard haben, dass man also seine TLS-Geheimnisse mit einer vertrauten Partei teilt
sodass man sagen, dass man was anzeigen kann, wie dies wird beobachtet von deiner Blue Code Appliance. Also das ist vielleicht der bessere Ansatz als das, was du sagst, indem du sagst, das ist einfach böse, tut es gar nicht. Was du jetzt eigentlich möchtest, ist, dass ich eine Lösung anbiete, um etwas zu reparieren, was ich nicht mag. Ich denke, dass es generell falsch ist. Ihr möchtet eine bessere Lösung haben für etwas, was ich einfach nicht legitim finde von Anfang an. Ich denke, du sagst, du magst es nicht, du möchtest loswerden. Ich werde keine Vorschläge machen, um etwas zu verbessern, was ich abschaffen möchte. Also auf einer praktischen Hinsicht wird das aber nicht weggehen. Es gibt Firmen, die einen Bedarf haben. Ich frage, warum gehst du nicht und versuchst einen besseren Standard, einen besseren Weg zu finden, anstatt das komplett zu ignorieren? Denn du möchtest das Problem ignorieren, dass es einen Bedarf gibt. Ja, du kannst das versuchen, aber ich werde das nicht tun. Ich werde hier nichts vorschlagen, was meiner Ansicht nach gar nicht erst passieren sollte. Okay, Frage von rechts. Hi, ich bin wirklich neugierig. Ich frage mich wirklich, was der Bedarf ist, um TLS zu brechen. Keine Frage an den Sprecher, aber an den Menschen, der gerade weggegangen ist. Steht wieder auf. Ja, komm bitte zurück, wenn du möchtest. Danke. Ich habe zu tun mit SSL-Abfangen ein wenig, aber nur im Open-Source-Bereich habe kein kommerzielles Interesse. Meine Sichtweise ist, das Problem ist, wenn du SSL-Abfangen durchführst auf die traditionelle Weise, also zwei Verbindungen und du hast eine explizite SSL-Zertifikatsmanagement im Proxy, dann hast du diese Probleme, die wir mit Superfish und so gesehen haben. Wenn man aber einen legitimen Seitenkanal hat, wo man so eine Art QS Master Secret, dann bekommt man zuletzt wenigstens einen expliziten Weg. Man hat eine End-to-End-Verbindung mit einer dritten Partei, die aber mithören kann. Ich denke, protokollmäßig wäre das interessanter. Für HTTP2 gab es also ein RFC für SSL-Abfang-Proxys, dass der sehr stark diskutiert wurde. Ja, aber das war nur für Jugendschutz, also Elternkontrolle, nicht für HTTPS-Verbindungen. Ja, sicher. Also ich denke, Blue Code und so weiter haben einen Geschäftsfall hierfür und dieser Fall wird nicht verschwinden. Sie werden das immer noch tun. Also ich denke, man kann es nicht einfach wegschieben. Und das ist grundlegend das Problem. Bitte geht zum Mikrofon. Aus dem Publikum gibt es gerade Einwände, Proteste. Also um es klarzustellen, ich mag das selbst nicht. Ich wäre froh, wenn es weggeht, aber es gibt für Firmen ein Compliance-Problem. Und wenn man diese Compliance-Leute anspricht, und dann hört man, dass die Leute das weitermachen werden. Und also das ist also sehr viel schwieriger, das völlig zum Verschwinden bringen zu wollen, als eine bessere Lösung zu finden, ein besseres Protokoll. Also ihr werdet es nicht schaffen, dass es weggeht, indem man technische Lösungen erfindet, die es besser hinkriegen, die Situation verbessern, wenn es bleibt. Der Weg, um es verschwinden zu lassen, ist, indem man eben wirklich alles zu verschwinden bringt. Keinen Seitenkanal, keine Zugriffe einbauen ins Protokoll. Man macht ein sicheres Protokoll, man implementiert es und Leute werden damit leben und werden damit umgehen. Wenn du das implementierst, dann gibt es einfach mehr abgefangene Verbindungen, nicht weniger. Okay, ich möchte auch sagen, meine Hoffnung ist, wenn man mehr Analyse durchführt, dann werden wir wahrscheinlich mehr Schwachstellen finden und dann haben wir mehr Möglichkeiten, diesen Devices einen schlechten Ruf zu bringen. Das wäre mein Ansatz dafür. Ja, ich kann auch noch mal was sagen. Ich sehe den Punkt, wenn wir jetzt ein super Protokoll haben, das diese Dinge einfach nicht zulässt, dann werden die Hersteller, wie du gesagt hast, Browser-Extensions bauen, die Sachen auch machen. Also
ich denke, das ist das, was er haben möchte, einen gemeinsamen Weg, wie man auf all diese Dinge zugreifen kann. Also wir bewegen uns voran, aber wir können sagen, Hersteller, denkt auf was Neues aus, bevor wir eure bisherigen Ansätze zunichte machen. Benutzt vielleicht diesen besseren Weg, das wäre vielleicht konstruktiv oder nicht. War das eine Frage? Ich denke, die erste Frage, die ich immer stellen möchte, ist: Ist das Produkt etwas Legitimes, was überhaupt legitim ist? Tut das Produkt etwas Legitimes? Für viele dieser Produkte, denke ich, ist die Antwort nein. Ja, aber Menschen zahlen viel Geld für diese Produkte. Ja. Also es gibt einen Markt und sie werden nicht aufhören, dafür Geld zu zahlen. Okay, die Person in Rot, die schon lange gewartet hat. Ich denke, ich bin auf der Seite des Pro-Abfangens. Ich möchte Leute erinnern, nicht jeder hat 40 Gigabyte pro Sekunde. Und warum? Warum für teure Verbindungen, teure Produkte mit Latenzen, hohen Latenzen arbeiten? Wir hätten gerne Proxies für die User, für die sie sich entscheiden können, auf eine einfache Art und Weise mit TLS. Möchten gerne eine Lösung haben ohne Hacken und Abfangen. Leute, die im Wohnzimmer gute Internetverbindung haben wollen, denken einfach Verschlüsselung und denken aber nicht an Man in the Middle. Es ist also, wenn man eine gute Verbindung hat, ist es einfach, die anderen Fälle zu vergessen. Ich denke, da war keine Frage. Ein Kommentar nur. Wir sind ein bisschen privilegiert hier und wir sollten darüber nachdenken, dass Proxies auch eine Hilfe sein können. Ah, dein Anliegen ist, dass Proxies auch Caches sein können. Ja, das wäre ein Einsatz. Ja. Also das Problem mit Caching ist, man kann weniger und weniger cachen, sowieso, weil Content mehr dynamisch wird und Caches haben sehr wenig gute Anwendung heutzutage. Also die zusätzliche Sicherheit durch TLS oder Sachen wie HTTP2, wo man Performance-Verbesserungen hat mit TLS, das ist sehr viel wirkungsvoller als das, was man mit Caching erreichen kann. Ich bin nicht ganz deiner Meinung. Ich sehe den Punkt, ja, mit Web 2.0 haben wir weniger und weniger Caching, aber wir haben ziemlich große Medien, Mediendateien, die doch groß profitieren könnten davon. Okay, nächste Frage von rechts. Ich möchte nur sagen, einige Punkte hinzufügen. Ich habe diesen Man-in-the-Middle-Attack auch erfunden. Vielleicht, ich glaube, ihn erwarst. Sie brechen kleine Zertifikate. Das ist also etwas, was vielleicht nicht erwähnt wurde. Das habe ich nicht bemerkt. Danke. Danke für diesen Hinweis. Ich habe mir Avast angeschaut, aber ich habe nicht bemerkt, dass sie kleine Zertifikate brechen. Weil das kleine Zertifikat natürlich offensichtlich im Browser und die Software überprüft das nicht oder berücksichtigt das nicht. Und hast du eine Idee, wie man irgendwelche Eingriffe durch lokale Prozesse verhindern oder in die TLS-Session verhindern kann? Denn ich denke auch, dass das eine schlechte Praktik ist und sollte überhaupt nicht gemacht werden. Ein gemeinsames Interface würde einfach missbraucht von Werbeeinblendungssoftware. Ja, ich denke, dies kann nur passieren, wenn man Zugriff auf den Client hat, oder? Also diese Software muss etwas installieren in deinem Browser. Also die Lösung hier ist, sei vorsichtig, was du installierst auf deinem Computer und ja. Wenn du schlechte Software installierst auf deinem Computer, dann bekommst du schlechte Dinge. Ich verstehe aber, wenn wir eine Firmenumgebung haben, wo eine SSL-Injizierung üblich ist und der User hat wahrscheinlich keinen sinnvollen Weg, das zu beeinflussen, was auf dem Computer installiert ist,
auf diese Weise können wir vielleicht etwas tun auf der Browserseite, was es ist nicht sehr einfach, solche Sachen zu machen. Also grundsätzlich gibt es keinen Weg, wenn du Software auf dem Client hast, die mit deinem Browser irgendwas anstellen möchte, dann gibt es keinen Weg, das zu verhindern. Das ist das Malware-Problem. Also etwas auf deinem Client ist in Kontrolle. Ja, guter Punkt, danke. Es scheint kein anderer. Ah, doch, da ist noch eine Frage. Hi. Wenn es um TLS-Sicherheit geht, warum kann ich keinen Key auf eine Seite pinnen? Warum kann ich nicht einfach den Key rausfinden? Du kannst den Key ja pinnen. Also, der Key-Pinning funktioniert so, dass der Key der Seite zugeordnet wird. Und du trägst ein Firefox-T-Shirt. Firefox unterstützt das nicht. Doch, Firefox unterstützt das seit 2 oder 3 Versionen. Okay, ich komme nochmal auf dich zu und du musst mir das zeigen. Also es gibt diesen HTTP Public Key Pinning Standard, das jetzt eine RFC ist. Du meinst vom Server aus? Nein, ich meinte als User möchte einen bestimmten Key auf eine bestimmte Site pinnen und ich möchte es sehen, sodass ich es von Hand prüfen kann. Und das ist nicht möglich und ich weiß nicht warum, besonders weil ich ja den Fingerprint des Zertifikats sehen kann. So, du denkst über sowas nach wie Zertifikatskontrolle und CC, das Plugin. Ich glaube, das benutzt einen Notarservice. Ich denke nicht über Notarservices. Also es hat ein paar Nutzbarkeitsprobleme, weil wenn das Zertifikat sich ändert, weißt du nicht, ob es eine legitime Änderung ist oder ein bösartiger Angriff. Ja, aber dann habe ich die Möglichkeit, das nachzuschauen. Ich bin skeptisch bei allen Lösungen, wo der Nutzer wissen muss, was ein Zertifikat ist und wie es funktioniert. Denn das ist einfach nicht besonders benutzbar. Aber das können wir später diskutieren. Okay. Scheint, als wäre das die letzte Frage gewesen. Ja. Okay, bitte nochmal eine Runde Applaus für Hanno.